So, heute mal in etwas gebückter Pose. Und zwar mal ein ganz anderes Video von mir. Ich möchte euch heute ein Spiel zeigen, das ich immer mal wieder gerne zwischendurch zocke. Und zwar ist es ein Spiel, was jeder von euch spielen kann. Da ist keinerlei, wie soll ich sagen, also es bedarf eigentlich nur sehr geringer Hardware. Es ist ein Browserspiel, das heißt, man muss nichts runterladen, man kann es live spielen, man kann aber abspeichern und irgendwann weiterspielen. Und ja, mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich zeige es euch mal. So, dazu rutsche ich jetzt wieder ein bisschen dichter. Ja, das Spiel heißt Gamecraft und gehört in die Liga der Tower Defense Spiele. Das heißt, man hat eine Karte, auf der ist ein Weg. Und es gibt halt sozusagen deine Basis und es gibt einen Startpunkt und diesen Weg laufen immer Monster entlang. Und diese Monster dürfen halt nicht hinten am Tower ankommen, an deinem Tower. Du kannst halt am Weg verteilt Türme bauen und da Geschütze draufsetzen, die dann die Monster abschießen. Also ich zeige euch mal hier das Spielprinzip. Das ist jetzt wirklich das ultra einfachste Level. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Und zwar sieht man hier so, das sind immer so diese Stationen, die es gibt. Also die habe ich alle schon freigespielt. Wenn man das hier, ich hoffe, man kann das auf dem Video so halbwegs erkennen, so bei diesem hier zum Beispiel, ich mache das mal mit dem Finger, sieht man hier so diese blaue Umrandung. Also jede Karte bietet sozusagen 9 Missionen, eigentlich sogar 10. Die 10. muss man aber erst richtig freispielen. Und ja, so bis hierhin bin ich schon durch. Das hier ist das Ende des zweiten Abschnitts. Hier kommt dann der dritte. Und ich glaube, so ganz leicht kann man es erkennen. Also hier zum Beispiel ist so eine Form. Und hier, das sind dann schon so die nächsten Karten. Die werden aber erst aktiv, wenn ich die freigespielt habe. Das geht dann so nach dem Lawinenprinzip. Und das sind, glaube ich, 4 oder 5 solcher Abschnitte, die immer hier mit so einem Endlevel sozusagen gekennzeichnet sind. Und wenn man die halt durch hat, dann gibt es nochmal so ein großes Endlevel zum Schluss, wo man dann die Superwaffe sozusagen kriegen kann. So, ich zeige euch jetzt mal hier so am Beispiel. Also das sind so diese Spielmodi. Hier oben ist der einfachste und die werden nach hinten hin immer schwieriger, weil die Monster stärker werden, von Haus aus schon stärker sind, weil es mehr Monster werden. Und nur damit ihr mal seht, wie das aussieht. Also man hat halt hier, wie gesagt, hier geht's los, hier ist der Startpunkt. Dann laufen die Monster, die laufen halt immer diesen Weg entlang, die fliegen nicht oder so, es geht immer nur da entlang. So, hier rum, bis hier hin und da dürfen die halt nicht hinkommen. Hier an der Seite hat man so die Wellen, also die Monster kommen immer in Wellen. Hier sind jetzt 8 Wellen. Erst wenn der hier oben ist, geht's los. Ich kann das auch früher starten, wenn ich will. Und so lange habe ich halt Zeit, hier erstmal meine Einstellungen zu machen. Und was bei dem Level jetzt hier ist, ich krieg so am Anfang, also das Ganze hier sind so eine Edelsteine. Und ich krieg jetzt halt hier 3 Edelsteine schon mit. Und die habe ich mir erkämpft. Also das ist so ein Skill, den ich mir selbst noch draufgebracht habe. So, und man sieht, naja, man wird nicht sehen, die so ein bisschen rund sind. Das sind echt die einfachsten, billigen. Dann gibt es die viereckigen, das ist Stufe 2. Die wie so ein Karo aussehen, sind Stufe 3 und es gibt halt echt da 6 Stufen und man kann die natürlich auch miteinander verbinden zu einer größeren. Und was ich jetzt hier mache, ist sozusagen mir einen Motor bauen. Ich baue jetzt direkt vor den Eingang eine Falle, in die ich hier den setze, weil die Orangenen, jetzt starte ich das mal, und man sieht jetzt hier bloß knallen. Das war's schon. Die Orangenen, also das, wie bei WoW, ist auch hier sozusagen Mana ein ganz wichtiger Punkt. Also Mana ist so eine Energie, die man braucht. Je mehr Mana man hat, desto bessere Edelsteine. Das Spiel heißt ja Gamcraft. Gam heißt ja Edelstein. Ich hole mal die nächste Welle. Ich werde mal vorsichtshalber hier mal einen reinsetzen. Ja, und wie gesagt, je mehr Mana man hat, desto bessere Edelsteine kann man kaufen, die wiederum bessere Eigenschaften haben, die stärker sind. Also zum Beispiel bei dem hier, man sieht diesen Kreis, das ist sein Bereich, alles was sich da drin befindet, wird von ihm abgeschossen.
Das Schöne ist, diese Edelsteine, wenn die schießen, dann treffen sie auch. Also die können nicht irgendwie daneben zielen. Allerdings, jetzt kommt mal einer durch. Super, dann kann man das mal sehen. Nicht hier. Ich mache das mal so, dass man sehen kann. Jetzt ist er drin. Und zack, Schuss, Treffer, Ende. Ja. Ich muss mal hier. Jetzt habe ich mich nur mal ein bisschen im Spiel selbst auch noch mal hochgeskillt. Ich lege mal die anderen beiden nur zur Sicherheit da rein. Das ist hier ein Level, das ich schon geschafft habe. Also das ist jetzt nur mal zur Demonstration. Mir persönlich macht es ziemlichen Spaß, weil das Witzige ist, man schafft halt irgendwann dieses Level und kriegt dafür natürlich, je nachdem wie gut man ist, bekommt man Punkte. Und die Punkte werden dann halt angesammelt. Man kann das hier auch so, man hat ein paar Tastaturkürzel, die ich natürlich schon in- und auswendig kenne. Und je nachdem, wie gut man ist, kriegt man dann irgendwie auch noch so Skillstufen. Also man levelt sich sozusagen hoch. Und mit jedem kriegt man 5 Skillpunkte, die man dann wieder in irgendwelche Attribute investieren kann, um von Anfang an stärker zu sein. Oder schon mit, so wie ich hier, mit einigen Edelsteinen schon zu starten. Es gibt insgesamt 8 verschiedene Edelsteine. Jeder von denen hat unterschiedliche Eigenschaften. Also den ich sehr mag, ist der Orangene, weil der noch zusätzlich zu jedem, also immer wenn so ein Monster gekillt wird, kriegt man Mana, aber der erzeugt halt auch Mana allein dadurch, dass er die Monster trifft. Das ist zum Beispiel der Witz, als ich sagte, ich baue mir hier einen Motor, sich da vorne diese Falle hingebaut habe. Ja, so am Ende, also ich habe jetzt 607 Punkte gekriegt. So, als ich diese Falle da gebaut habe und den Dings reingelegt habe, diesen orangenen Edelstein, ist halt so, dass alle Monster, die drüber laufen, immer dafür wird ihnen sozusagen Mana abgezogen. Also sie werden schwächer und ich kriege noch extra Mana dafür. Und dann läuft das sozusagen von alleine so hoch. Deswegen, ich nenne das persönlich so ein Motor. So, das sind zum Beispiel hier diese Skills, die man haben kann. Nicht? Also alle, die weiß sind, die habe ich schon. Die gibt es halt in 10 Stufen. Und da muss man natürlich selbst wissen. Also wie man sieht, ich habe noch längst nicht alle. Bin jetzt genau bei Level 100, habe ich, also auf Level 100 habe ich mich hochgeskillt, also man braucht halt mindestens Level 200 oder so, ich glaube, dann hat man echt alles, was man braucht. Ja, man muss halt selber wissen, was für einen wichtig ist. Also zum Beispiel diese beiden Spalten hier, das sind halt diese Edelsteine, die ich mir von Anfang an geben lassen kann, weil wenn ich da jetzt zum Beispiel Punkte drauf vergeben würde, dann würde ich hier zum Beispiel mit dem gelben starten. Und dann natürlich erst ein Level 1. Das geht dann bis Level 3 hoch. Und hier zum Beispiel, dass die Schüsse, was ich sehr geil an dem Spiel finde, ist zum Beispiel, dass die Schüsse nicht immer dieselbe Kraft haben, sondern die liegen in einer gewissen Bandbreite. Also es kann echt sein, dass so ein Schuss mit entweder 50 daherkommt oder 150 oder eben 80 oder so. Irgendwo dazwischen liegt es halt. Man kann es nicht genau sagen. Man kann zum Beispiel hier sich dann skillen, dass der Minimum Damage, den er macht, schon höher ist. Hier das Maximum Damage, das ist Fire Rate, also wie schnell er wieder schießen kann. Und hier, wie weit er schießen kann. Das sind zum Beispiel sehr wichtige Sachen. Im Grunde ist alles irgendwo wichtig, ne? Aber man muss halt wissen, was ist für einen am wichtigsten. Nicht? Auch Türme, die man bauen kann. Also in dem Level, den ich jetzt gezeigt habe, da waren die Türme schon vorhanden. Da brauchte ich die Edelsteine bloß drauflegen. Aber nachher sind die halt nicht da. Dann muss man die erstmal selber bauen und so einen Stein da oben reinlegen. Und das kostet natürlich alles Mana. Und wenn man die Kosten verringern kann, bleibt eben mehr Geld sozusagen oder mehr Mana übrig, um das in Edelsteine zu investieren und die dann wiederum, dass man gleich von Anfang an einen kräftigeren reinlegen kann. Und so zieht das halt alles nach. Nicht? Also es sind echt, ich finde das sehr schön. Das hier ist, wie gesagt, Gemcraft heißt das Spiel. Ich mache auch in die Beschreibung, mache ich mal den Link dazu rein. Das ist das sogenannte Chapter Zero.
Das erste Gamecraft, das es gab, also was dann sozusagen Chapter One wäre, war aber das alte Spiel. Da war das noch alles ein bisschen sehr viel einfacher. Also da gab es bei weitem nicht so viele Skills hier. Und da gab es auch nicht pro Karte mehrere Spielmodi, sondern da gab es halt wirklich nur die eine Karte und entweder man hat sie geschafft oder man hat sie nicht geschafft. Naja, und gut. Die Spielmodi im Einzelnen werde ich jetzt nicht vorstellen. Aber also das Spiel selbst ist immer dasselbe, es ist dann nur so ein anderes Ziel, das es zu erreichen gilt. Gut, hier ist gerade irgendwie im Hintergrund irgendwas los mit Nachbarn, wo die Tür zugeschlagen ist und so, keine Ahnung. Jedenfalls, ich wollte euch dieses Spiel mal vorstellen und vielleicht spielt auch der eine oder andere von euch. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Ich persönlich finde es sehr gut. Das kann man immer so zwischendurch machen. Was auch schön ist, man kann halt auch abspeichern. Das ist dann allerdings lokal auf dem Rechner gespeichert. Man muss dazu, glaube ich, Cookies aktiviert haben. Und wenn man irgendwann mal den Rechner putzt, dann sollte man kann das, den Spielstand sozusagen auch auslagern. Dazu regeneriert sich hier unten so ein Code in dieser Zeile. Und den müsste man halt irgendwo kopieren. Der ist ellenlang. Und dann kann man sich den auch irgendwo in der Textdatei abspeichern und dann beim Laden sozusagen einfach wieder hier einfügen und dann generiert er daraus das Spiel. Das geht halt auch. Ansonsten, wenn man Cookies halt nicht eingeschaltet hat, geht das mit dem Speichern nicht, dann ist es beim nächsten Mal verloren. Ja, es gibt auch noch ein paar Hidden Levels, sehe ich hier gerade, fällt mir auch noch so auf. Also, wenn man irgendwie eine gewisse Anzahl von Karten in einem gewissen Modus freigespielt hat, dann auf einmal, zack, gibt es noch so Hidden Levels, die man machen kann. Und alles gibt einem Punkte, mit denen man sich wieder skillen kann, weil nach oben raus wird es natürlich immer schwieriger, ist ja klar. Gut, ja, das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Wie gesagt, falls es einer spielen möchte, viel Spaß. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich kündige euch dann nur mein Abo. Nein, war nur ein Scherz. Gut, dann, ja, dann drehe ich die Kamera nicht zurück und sage einfach das, was ich immer sage.